Herzlich willkommen zurück und heute live auch wieder vom Pool und diesmal in der Nähe von San Diego. Pool im Hintergrund ist etwas frisch, deshalb werde ich da heute nicht reingehen. Wir sind also gefahren von Barstow nach San Diego. Heute durfte der Uwe mal ein bisschen fahren. Vorbeigekommen sind wir am San Bernardino. Das ist ein bisschen wie die Alpen. Ja? San Bernardino kennen wir ja auch aus den Alpen. Und kleiner Side-Fact, damit ihr was lernt. In San Bernardino wurde das erste McDonald's-Restaurant 1940 von den McDonald's-Brüdern gegründet. Weil die meisten unserer Zuschauer nicht Fast-Food-Freunde sind, waren wir auch nicht da gewesen und haben auf den Hamburger, den bekannten Hamburger, ausnahmsweise verzichtet. Ja, dann sind wir weitergefahren nach San Diego, wo wir jetzt ja auch sind. Und ein bisschen nördlich von San Diego befinden wir uns, nämlich genauer in Encinitas. Ja, klingt schon ein bisschen mexikanisch wieder. Wir haben 18 Grad heute, oder zumindest heute Mittag 18 Grad gehabt. Jetzt ist es wahrscheinlich noch ein Ticken kühler. Also das Urlaubswetter, wie ich es mir vorgestellt hätte, mit Strand und Baden gehen im Pazifik. Das wäre mein erstes Mal Pazifik gewesen. Hat dann heute nicht sollen sein. Mir war es zumindest zu kalt, mein Bruder war zumindest mal mit den Füßen drin. Am Strand war auch doch einiges los, viele Touristen da mit lauter Musik. Es hat mich eher etwas genervt. Jetzt sind wir hier in unserem Hotel angekommen. Ruhig ist es hier auch nicht, muss ein bisschen lauter sprechen, weil im Hintergrund läuft direkt wieder der Highway. Das ist halt in Amerika so. Wenn ich irgendwo in der Nähe vom Zimmer aufgenommen hätte, dann wäre es die Klimaanlage gewesen. Also ruhig ist es hier selten. In den Kommentaren haben wir entnehmen können, dass wir gute Reiseleiter sind und man immer ein bisschen was lernt. Deshalb will ich nochmal auf das Thema Freeway und Highway hier direkt vor der Tür eingehen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Highway und einem Interstate oder einem Freeway? Ne? Also für uns Deutsche oder für Europäer im Allgemeinen ist das erstmal alles böhmische Dörfer, klingt irgendwie alles erstmal ähnlich. Und was bedeutet denn jetzt was? So, es gibt also den Highway, ja, da würde man schon denken, das wäre doch mit Sicherheit vergleichbar mit unserer Autobahn. Aber nein, das ist eigentlich eher vergleichbar in Deutschland mit der Bundesstraße. Ja. Denn auf einem Highway gibt es Kreuzungen oder kann es Kreuzungen geben und auch gelegentlich mal Ampeln. Jeder Freeway ist ein Highway, aber nicht jeder Highway ist ein Freeway. Freeway ist dann nochmal ähnlich, aber eher für den schnelleren Verkehr gebaut. Das heißt, der ist dann kreuzungsfrei und hat keine Ampeln, hat eher klar geregelte Auffahrten. Da darf man auch schon ein bisschen schneller fahren, für den Hochgeschwindigkeitsverkehr bis zu 70 Meilen. Dann gibt es die Interstates und die Interstates wären im europäischen Vergleich dann unsere Autobahnen. Die machen hier 77.000 Kilometern aus und bedeuten, das sind ungefähr 20% des Straßengeschehens hier in den USA. Gerade Nummern zeichnen immer ein Interstate von Ost nach West aus, während die ungeraden Nummern immer von Nord nach Süd gehen. In der Nähe von Städten sind die Interstates meistens dreistellig. Und auch hier kann man wieder wissen, dass mit einer ungeraden ersten Ziffer steht immer ein Interstate, der in das Zentrum führt. Also ungerade erste Ziffer auf dem Interstate heißt immer, ich fahre ins Zentrum. So, das wieder so ein bisschen, damit ihr was gelernt habt. Ansonsten gibt der Film heute nicht so schrecklich viel her. Wie gesagt, eigentlich war der Plan, Urlaub zu machen, den Tag heute. Jetzt ist das ein bisschen ins Wasser gefallen, zwar nicht, aber aufgrund der Temperaturen fällt es eher mau aus. Bleibt trotzdem weiter gespannt, weil die echten Highlights wie Golden Gate Brücke und San Francisco und Los Angeles, Hollywood Boulevard und vielleicht noch ein Highlight, das ich nicht verraten will, kommt auf jeden Fall noch auf euch zu. Bleibt weiter dran, liked unsere Videos und einen guten Wochenstart wünsche ich. Bis dann, tschüssi. Voll im Urlaubsmodus. Natürlich könnt ihr auch erst noch einen schönen Sonntag haben und dann einen guten Start in die neue Woche. Peace out.